Moin, Jan hier von CJ Gaming. Heute seit längerem mal wieder eine Folge Mais gespielt, die jetzt aber ein bisschen anders sein wird als die vorherigen. Und zwar dachte ich mir, der Patch mit den neuen Karten ist schon etwas länger draußen. Da können wir mal ein Mais gespielt machen über die ganzen neuen Karten, die ins Spiel gekommen sind. Anfangen möchte ich dabei bei den Neutralen. Auf Platz 5 haben wir Lambert. Mit 2,56% in allen Decks vertreten. Bei den neutralen Karten muss man halt sagen, die Prozentzahl bezieht sich auf alle Fraktionen. Und bei den jeweiligen Fraktionen halt nur auf das Fraktionsdeck, wie oft das in allen Decks der Fraktion vertreten ist. Nur als kleine Erwähnung. Jetzt zu Lambert, er hat eine Stärke von 7. Füge einer gegnerischen Einheit 5 Schaden zu und bis zu 4 Kopien auf ihrer Seite bis zu 4 Schaden zu. Ja, ich finde die Karte jetzt nicht sehr gut. Spiegelt vielleicht auch die Prozentzahl wieder. Weiß ich nicht. Also einer gegnerischen Einheit 5 Schaden zufügen. Ja, ist okay. Ist halt wie Triss. Und dann bis zu 4 Kopien 4 Schaden. Aber wann, ist es denn mal so, dass wirklich 5 Karten oder 5, die, 5 mal die gleiche Karte auf dem Feld ist? Ich denke mal, das kommt nicht so oft vor. Und um da das komplette Potenzial auszu. Ja, halt. Um das komplette Potenzial zu ermöglichen, wird das, denke ich mal, ziemlich schwer. Das kommt nicht so oft vor. Aber ich möchte eigentlich auch nicht so viel zu den Karten sagen, sondern nur die Prozentzahl, wie oft in welchen oder in den Decks und halt vorlesen, was die Karte macht, was sie kann. Aber nicht meine Meinung richtig äußern, weil ich glaube, dann sprengt das den Rahmen des Videos. Kommen wir zu Platz 4. Das ist die Artefaktenkompression mit 3,63% in allen Decks. Ist jetzt auch nicht so gut, finde ich. Damit kann man eine Bronze- oder Silberne in eine Jadefigur verwandeln. Eine Jadefigur haben wir hier mit einer Stärke von 2. Ja, kann man, denke ich mal, mit Verbrennen vergleichen, wo die stärkste Karte zerstört wird. Mit der Artefaktenkompression will man ja auch die stärkste Karte vom Gegner halt verwandeln. Und dann hat er halt noch eine Stärke von 2. Bei Verbrennen ist sie halt direkt weg und kann ja auch der Fall sein, dass er zwei hohe Karten hat mit derselben Stärke und dann sind halt beide einfach weg und ich denke mal, das Verbrennen auf jeden Fall besser. Dann auf Platz 3 haben wir, mal gucken, wo ist er? Hier, Wesemir mit 4,95% in allen Decks. Stärke 6. Einsatz: Spiele eine Bronze- oder Silber-Alchemie-Karte aus deinem Deck aus, mische die anderen ins Deck zurück. Ja, ist auch nicht der Brüller, sage ich mal. Die Alchemiekarten sind jetzt hier sowas wie Donnertrank, Schwalmtrank, überall, wo da halt unten drunter Alchemie steht. Die kann man dann wählen. Ja, weiß ich nicht. Das finde ich jetzt auch nicht so überragend. Dann haben wir auf Platz 2 Dorigarei mit 9,10%. Die Karte finde ich eigentlich ziemlich cool. Hat eine Stärke von 2 für die Belagungsreihe. Und damit kann man einen wilden Bären, eine Wyvern, opala. Nee, wo wollen wir, da wollen wir nicht hin. Hier nochmal hin. Nein. Ich möchte hier runter scrollen. Wyvern, Ekima und einen Ertrunkenen generieren. Da kann man, finde ich, sehr situativ agieren und auswählen, was einem. Mann! Was am besten passt hier. Das finde ich ziemlich cool an der Karte. Ich spiele sie eigentlich auch recht gerne. Dann haben wir die meistgespielte neutrale Karte, also der neuen, haben wir Eskil. Die finde ich persönlich echt cool. Mit 9,89% in allen Decks, also fast ein Zehntel in allen Decks ist die Karte drin. Stärke 7 und damit kann man als Einsatz eine gegnerische Bronze- oder Silbereinheit zerstören, die nicht verbessert wurde. Das finde ich ziemlich gut. Und ich denke mal, ein Zehntel ist schon. Ja, kann sich sehen lassen, denke ich mal. Finde ich echt ziemlich gut, die Karte. Das wären die neutralen, die fünf neutralen Karten. Weitermachen wir mit den Monstern. So, die Monster. Also ich mache jetzt immer einen Schnitt zwischen den Fraktionen, weil ich halt immer noch die Filter einstellen muss und das müsst ihr ja nicht unbedingt sehen. Platz 5 haben wir Gorgo mit 8,70% in allen Monsterdecks. Gorgo hat eine Stärke von 7 für jede beliebige Reihe. Als Einsatzfähigkeit verbessere diese Einheit für jede verbündete Einheit mit Todeswunsch um 2.
Und verbessere diese Einheit um 2, wenn eine verbündete Einheit mit Todeswunsch erscheint. Gut für die Deathwish, also Todeswunsch-Decks. Ich habe die Karte jetzt selber noch nicht so oft gesehen. Aber so eine Art dieser Todeswunsch-Decks habe ich schon mal oder habe ich schon öfter gesehen. Ich glaube, ihn hier so noch nicht so häufig. Aber ja, ist bestimmt auch nicht schlecht, wenn man nur komplett auf Todeswunsch geht. Dann haben wir auf Platz 4 die Moderhaut mit 12,21% in den Monsterdecks. Mit einer Stärke von 8 auch für die beliebige Reihe. Ja, Todeswunsch, füge allen Einheiten in der gegenüberliegenden Reihe 2 Schaden zu. Also wenn sie auf den Friedhof landet, allen Einheiten in der gegenüberliegenden Reihe werden dann 2 Schaden zugefügt. Wie gesagt, auch für so ein Todeswunsch-Deck. Finde ich eigentlich auch ziemlich gut, vor allen Dingen, wenn der Gegner dann in der gegenüberliegenden Reihe viele Karten hat oder man die Karten ja halt zum Beispiel der Trunkenen spielt oder halt den Einschüchterer, dass man halt Karten in eine Reihe spielt und dann die Moderhaut irgendwie zerstört. Dann kann da schon dem Gegner ordentlich Schaden zugefügt werden. Dann haben wir hier Platz 3, die Archesporen mit 12,37% in den Monsterdecks mit einer Stärke von 5. Auch für die beliebigen Reihen. Als Todeswunsch füge einer zufällig gewählten Gegner 4 Schaden zu. Ist schon mal nicht schlecht. Und dann als ja, passive Fähigkeit, sage ich mal, verschiebe bei jedem Zug zu Beginn deines Zuges diese Einheit in eine zufällig gewählte Reihe auf ihrer Seite. Füge einer zufällig gewählten gegnerischen Einheit 1 Schaden zu und bewirke Zurücksetzen auf diese Einheit. Die finde ich eigentlich auch recht gut. Da kann man dem Gegner in langen Runden ordentlich Schaden zufügen. Hatte ich auch schon öfter mal gegen mich gespielt oder gegen mich gehabt in Spielen. Dann haben wir das Langschiff der wilden Jagd mit 13,21% in den Monsterdecks. Mit einer Stärke von 7 auch für die beliebigen Reihen. Verbessere alle verbündeten wilde Jagdeinheiten um 1. Solange sich diese Einheit auf dem Schlachtfeld befindet, wird diese Einheit zerstört oder geblockt. Füge allen anderen Verbündeten wilde Jagdeinheiten einen Schaden zu. Oder ein Damage. Ein Damage zu. Haben sie vergessen zu übersetzen hier. Auch nicht schlecht. Ich war am Anfang von der Karte eigentlich nicht so überzeugt. Bin es eigentlich auch immer noch nicht. ich habe jedoch ein Deck gesehen, wo es dann in der letzten Runde darum geht, die Langschiffe der wilden Jagd zu spielen. Und das halt so als, ja, als Win Condition zu haben. Das war ganz in Ordnung, aber ich glaube, es gibt auch noch bessere Möglichkeiten. Also, ja, ich finde die Karte, es geht so. Dann haben wir auf Platz 1 den Zyklop mit 13,88% in den Monsterdecks mit einer Stärke von 7 für die Belagerungsreihe. Als Einsatz zerstöre eine verbündete Einheit und füge einer gegnerischen Einheit Schaden in Höhe der Stärke der zerstörten verbündeten Einheit zu. Hatte die zerstörte Einheit einen Todeswunsch, kräftige diese Einheit um 3. Zum Beispiel, man hat die Moderhaut gespielt und den Zyklopen zerstört die Moderhaut. Kann man einer Einheit dann halt den Schaden von der Moderhaut zufügen. Die Moderhaut wird zerstört, der Effekt kommt nochmal zum Tragen. Und da der Todeswunsch drauf hatte, wird der Zyklop nochmal um 3 verbessert. Nur halt mal eine kleine Kombinationsmöglichkeit. So, dann geht's weiter mit Nilfgaard. In Nilfgaard ist auf Platz 5 der Alba Panzerreiter mit 6,36% und einer Stärke von 3 für eine beliebige Reihe. Einsatz: Sieh dir die obersten 3 Einheiten aus dem gegnerischen Deck an, wähle eine davon aus und verbessere diese Einheit um deren Basisstärke. Ja, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ich selber weiß nicht, dass ich die Karte schon mal gesehen habe gegen mich. Ja, kann man auf jeden Fall Glück oder Pech haben. Ist halt ähnlich wie Regis höherer Vampir, würde ich sagen. Nur, dass sie halt nicht verzerrt wird. Ja. Weiß ich nicht. Geht so die Karte, würde ich sagen. Dann haben wir auf Platz 4 den Nilfgaard-Standartenträger mit 8,97% und einer Stärke von 7 für die beliebige Reihe. Verbessere eine verbündete Einheit um 2 ist die Einsatzfähigkeit. Und wenn du einen Soldaten aus deiner Hand ausspielst, verbessere eine verbündete Einheit um 2. Da geht es halt darum, Soldaten
auszuspielen. Hier oben sieht man das ja, wo es steht. Wenn man viele Soldaten im Deck hat, ich weiß gar nicht, was jetzt hier alles noch so Soldaten sind. Der Eindringling zum Beispiel, na gut, der Nilfgaardische Ritter. Alba Speerträger. Also es gibt schon ordentlich viele Soldaten hier. Das könnte sich dann schon lohnen, die Karte zu spielen. Kommen wir zu Platz 3. Da haben wir Division Magne mit 15,14% und einer Stärke von 7 für die beliebige Reihe. Einsatz, wenn keiner der beiden Spieler gepasst hat. Ziehe die oberste Karte aus deinem Deck und generiere eine einfache Kopie der obersten Bronzekarte im Deck deines Gegners, die dieser dann sofort zieht. Ja, weiß ich nicht. Die Karte habe ich glaube ich auch noch nie gesehen gegen mich. Oh. Weiß ich nicht, auch was ich da jetzt noch weiter zu sagen soll. Nur, dass wir jetzt mit Platz 2 weitermachen und dann einen ordentlichen Sprung nochmal haben mit dem Mörder. Der ist zu 27,15% in den Nilfgaard-Decks. Eine Spionkarte mit einer Stärke von 1. Da ist es so: Füge der Einheit zur Linken Schaden in höherer Basisstärke zu, aber höchstens 10. Also, da kann man eigentlich Einheiten zerstören, die ja von Natur aus, sage ich mal, bis zu 10 Stärke haben. Außer wenn sie gebufft werden, dann wird halt nur die Basisstärke da, abgezogen. Aber wenn man da jetzt eine Karte spielt, was haben wir hier zum Beispiel? Der Gegner hat den Eindringling oder den Nilfgaardischen Ritter, kann man den Mörder hinspielen und die werden dann halt zerstört. Also damit kann man ordentlich Schaden auf jeden Fall dem Gegner zufügen, würde ich sagen. Dafür, dass er auch nur einen Stärke Punkt bekommt. Den Eindringling hatte ich ja gerade erwähnt, der ist auf Platz 1 mit 34,39%. Er hat eine Stärke von 9, auch für eine beliebige Reihe. Und da ist es so, als Einsatzfähigkeit deaktiviere die Spionagemarke einer anderen Einheit. Das ist ja so, wenn man Spionagekarten spielt, dann ist ja dieses Auge, was sich so bewegt, oben drüber. Das kann man dann halt aktivieren für zum Beispiel, wo haben wir sie? Die Impera Brigade, wenn die wird halt verbessert, wenn was auf Spionage liegt und der wird dann halt dafür auch nochmal verbessert oder der Impera Vollstrecker, dass man nochmal Schaden zufügen kann. Also eine gute Kombi auf jeden Fall. Ich habe ja auch so ein Nilfgaard-Spion-Deck. Bin ich kein Profi drin, muss ich sagen. Aber da habe ich die Karten auch drin. Und es gibt ja auch eine Goldkarte, Menno Cohorn. Heißt da, glaube ich. Damit kann man dann eine Spionkarte direkt zerstören und dann mit dem Eindringling kann man halt jede Karte als Spion markieren und dann kann man dem Gegner auch nochmal ordentlich Schaden zufügen, indem man den markiert und dann mit dem Menno einfach kaputt haut. So, als nächstes die nördlichen Königreiche. Bei den nördlichen Königreichen auf Platz 5 der temerische Kriegstrommler mit 15,70%, Stärke 7 für die beliebige Reihe. Verbessere bei jedem Zug zu Beginn deines Zuges eine zufällig gewählte andere verbündete Einheit um 1. Gut für lange Runden auf jeden Fall. Habe ich ja auch in meinem Nördliche Königreiche Deck mit der Hänsel-Kombi kann man da erstens ordentlich Tempo, also ein ordentliches Tempo-Play raushauen, wenn man den einen themischen Kriegstrommler auf Hand hat. Man spielt ihn aus. Im nächsten Zug spielt man Hänsel, kopiert die zwei, hat man 24 Punkte auf dem Feld und dann halt zu jedem Zug, also jeden Zug, den man beginnt, verbessern sich die Karten halt oder werden verbündete Einheiten zufällig ausgewählt und verbessert und dann bei 3 Stück sind es halt jede Runde nochmal 3 Stärke dazu. Also das ist auf jeden Fall ein ordentliches Powerplay und generell für lange Runden finde ich die Kriegstrommler halt ziemlich gut. Dann haben wir den Banart Tutor mit 16,05% und einer Stärke von 9. Der ist für die Belagungsreihe gedacht und als Einsatzfähigkeit. Du kannst einen Mulligan mit einer Karte ausführen und sie durch eine Bronze-Zauberkarte oder Bronze-Alchemie-Karte aus deinem Deck ersetzen. Mische dann dein Deck. Also wenn man eine Zauber- oder Alchemie-Karte unbedingt braucht und Karten auf der Hand hat, die einem nicht so viel helfen, kann man die halt gut austauschen mit der Karte, je nach Situation. Ja, dann haben wir auf Platz 3. Mal gucken, wo haben wir ihn? Ich sehe ihn gerade nicht. Ach doch, da. Der Rambock. 18,69%, Stärke 7 für eine beliebige Reihe.
Erstmal neue Besatzung, erhöhe den zugefügten Schaden um 1. Neue Besatzung bedeutet, diese Fähigkeit wird ausgelöst, wenn diese Einheit neben einer Einheit mit einer Besatzungsfähigkeit ausgespielt wird. Also spielt man zum Beispiel 2, einen Rambok, spielt einen Rambok daneben, dann wird halt der zugefügte Schaden um 1 erhöht. Als Einsatzfähigkeit füge einer gegnerischen Einheit 3 Schaden zu. Wurde sie dabei zerstört, füge einer weiteren gegnerischen Einheit 2 Schaden zu. Und das wird dann halt, wenn der eine Rambok liegt, der zweite gespielt wird, sind es halt 4 und dann 3. Also kann man dem Gegner auch ordentlich Schaden zufügen. Finde ich eine starke Karte auf jeden Fall. Dann haben wir auf Platz 2 den Hexenjäger mit 21,69% und einer Stärke von 3 für eine beliebige Reihe. Einsatz: bewirke Zurücksetzen bei einer Einheit. Ist es ein Magier, spiele einen weiteren Hexenjäger aus deinem Deck aus. Da habe ich am Anfang eigentlich gedacht, die ist gar nicht so gut. Ja. Aber an sich ist es ja eigentlich eine starke Kombi. Man spielt zum Beispiel den Banart-Tutor, der ist ein Magier. Dann den Hexenjäger, hat dann zum Beispiel noch. Wo sind sie? Kommando der blauen Streifen auf dem Feld. Spielt einen Hexenjäger, wählt den Banart-Tutor aus. Kommt der nächste Hexenjäger, wieder dasselbe. Und dann kommt halt auch immer noch der Kommando der blauen Streifen aufs Feld. Auch ein gutes Tempo-Play. Ja. Das ist Platz 1. Ich muss gerade mal einen kurzen Schnitt machen. Aber jetzt machen wir direkt mit dem ersten Platz weiter. Wenn ich ihn finde, hier die arme Flankeninfanterie mit 23,49% in allen Decks. Diese Karte hat eine Stärke von 6 für die Nahkampfreihe. Als Einsatz generiere zur linken dieser Einheit die linke Flankeninfanterie und zur rechten dieser Einheit die rechte Flankeninfanterie. Das sind hier diese Karten jeweils mit einer, jeweils mit einer Stärke von 2. Also eine Karte mit einer Stärke von 6, von 6 und dann 2-2, also insgesamt 10. Ist auch nicht schlecht. Ach, gehen wir jetzt mal schnell zu den Squirtle weiter. Machen wir danach einen Schnitt. dann haben wir auf Platz 5 den Mahakam Feuerwerker mit 8,94%. Auch ein toller Name, Feuerwerker. Stärke 5 für jede beliebige Reihe. Einsatz: füge jeweils einer zufällig gewählten Einheit in jeder Reihe auf der gegenüberliegenden Seite 3 Schaden zu. Ist eigentlich auch recht gut. Wie ich finde. Auf Platz 4 haben wir den die Weitseherin mit 15,85%, Stärke 8 für jede beliebige Reihe. Wenn eine andere verbündete Einheit auf deiner Hand bei deinem Zug verbessert wird, verbessere zum Ende deines Zuges diese Einheit um 2. Die habe ich auch in einem Squirtle-Deck, wovon ich noch nicht so begeistert bin. Hatte ich ja mal gesagt, wo kein Deckbilder kam, sondern Spiel. Ja, an sich eine gute Karte, die wurde ja meiner Meinung nach auch in einem Hotfix genervt. Trotzdem finde ich so eigentlich noch recht stark mit den Dragonären und den Hafgar-Unterstützern auf jeden Fall. Ja. Dann auf Platz 3 ist er da. Der Wissende mit 20,40%, Stärke 3 für die Belagungsreihe. Lasse eine Bronze Alchemie oder Zauberkarte auferstehen und verbanne sie. Ja, das mit dem Verbanne sie ist ja auch neu, dass sie aus dem Spiel entfernt wird. Weil sonst war es so, man kann die auferstehen lassen, hat sie dann wieder im Friedhof gehabt, kann den nächsten spielen, also den nächsten Wissenden, kann die wieder auferstehen lassen und jetzt werden sie halt gebannt. Also aus dem Spiel genommen. Ich denke, das ist eine gute Veränderung gewesen, weil davor fand ich die Karte schon ordentlich krass. Ist jetzt, finde ich, noch stark. Aber mit dem, also ohne das Verbannen, da war die ja schon echt heftig. So finde ich sie eigentlich ganz gut. So, dann haben wir auf Platz 2 den Mahakam Plünderer mit 21,75%, einer Stärke von 8 für jede beliebige Reihe. Wenn diese Einheit verbessert, beschädigt, gestärkt oder geschwächt wird, verbessere sie um 2. Ja, wenn man zum Beispiel einen Donnertrank spielt, wird er zusätzlich noch um 2 ja, gestärkt, wird er erleidet die Karte Schaden, wird sie auch wieder um 2 verbessert. Also, ja, wenn man sie nicht direkt zerstört, dann wird die Karte halt durch Schaden trotzdem immer verbessert und durch sein eigenes Verbessern noch weiter.
Dann haben wir den Zwergenaufwiegler auf Platz 1 mit 33,73%. Stärke 2 für jede beliebige Reihe. Einsatz: generiere eine einfache Kopie eines zufällig gewählten anderen Bronzezwergs in deinem Deck. Die Karte finde ich eigentlich auch recht stark. Ich habe jetzt noch nicht so oft gegen die gespielt, aber ich kann mich auf jeden Fall an einmal erinnern gegen Squirtle Deck. Also gegen Squirtle Zwerge Deck. Und das war schon ziemlich eng, das Match. Und da hatte die Karte auf jeden Fall einen ordentlichen Anteil dran. So, dann machen wir jetzt gleich mit Skellige weiter. Bei Skellige haben wir auf Platz 5 den Tuerchsech Veteran mit 9,29%, einer Stärke von 7 für die Fernkampfreihe. Veteran von 1, also wird halt in der zweiten und der dritten Runde jeweils um 1 verbessert. Und als Einsatz: löse alle Veteranenfähigkeit deiner anderen Tuerchsech-Einheiten aus, unabhängig von deren Position. Ja. Weiß ich nicht, was ich dazu so viel sagen soll. Ich denke mal, wir machen einfach weiter mit dem Platz 4. Da haben wir nämlich den Waljäger. 15,99% mit einer Stärke von 8 für jede beliebige Reihe. Als Einsatz: man kann eine gegnerische Einheit in die Reihe verschieben, wo der Waljäger gespielt wurde. Und der Karte, die man verschiebt, fügt man Schaden in Höhe der Anzahl der Einheiten, ja, die sich dann in der Zielreihe befinden, zu. Die Karte habe ich in meinem X-Men-Deck drinne. Und da kann man eine Karte auf jeden Fall ordentlich Schaden zufügen, wenn einer eine Reihe hochstackt und dann halt eine Karte in eine andere Reihe spielt. Dann verschiebt man die einfach dahin, wo die vielen Karten sind. Dann kriegt die Karte schon, die man gewählt hat, schon ordentlich Schaden aus. Und ist halt auch gut für, ich sag mal jetzt, Merigolds Hagelsturm, wenn viele in einer Reihe sind. So, dann haben wir auf Platz 3 Jesa, Drummond Kriegstreiber mit 19,85% in den Decks. Stärke 7, Fernkampfreihe, auch Veteran 1. Einsatz: du kannst eine Bronzekarte aus deinem Deck verwerfen. Ja, für die Discard-Decks, denke ich mal, ist es ganz gut. Und ja, man kann halt damit auch so gut sein Deck ausdünnen, wenn man zum Beispiel die Königinwache wegwirft oder, also hier die Königinwache oder auch hier die Ankret-Plünderer. Ich denke mal, das kann man gut damit machen. Dann haben wir auf Platz 2 den Ankret Großschwert mit 25,24%, einer Stärke von 7 für jede beliebige Reihe und einem Timer von 2. Da ist es so: bewirke alle zwei Züge zu Beginn deines Zuges bei dieser Einheit, sofern sie beschädigt ist, zurücksetzen. Also der Schaden wird dann wieder negiert und sie wird um 2 gekräftigt. Also da habe ich jetzt öfter schon gegen gespielt. Das ist halt nicht schlimm, wenn die Karte in einem Wettereffekt liegt oder halt eine gute Kombi ist mit dem leichten Langschiff, dass sie halt immer Schaden nimmt, also die Angriff-Großschwertkarte. Das leichte Langschiff verbessert sich dann immer und der wird dann halt jedes Mal zurückgesetzt und so buffen die sich halt quasi gegenseitig hoch. Eine ordentliche Kombi, fiel mir bisher recht schwer gegen zu spielen, auch wenn ich glaube ich, ja, gut damit dann doch im Endeffekt klar kam. Hört sich jetzt zwar irgendwie komisch an, aber ja, auf jeden Fall eine gute Kombi mit dem leichten Langschiff. Auf Platz 1 der Skellige haben wir die Kräuterkundige mit 27,55%, einer Stärke von 2 für die Fernkampfreihe. Ja, Einsatz: spiele eine zufällig gewählte organische Bronzekarte oder strömende Regenkarte aus deinem Deck aus. Die habe ich auch in meinem X-Men-Deck. Organische Karten, also zum Beispiel jetzt in meinem Fall das Zerfetzen drin. Dann kann man halt Kräuterkundige spielen und dann halt Zerfetzen wählen. So kann man dem Gegner ordentlich Schaden zufügen. Die Axtkämpfer können gebufft werden und man dünnt das Deck aus. Eine gute Karte auf jeden Fall. Finde ich sehr cool. Ja, das wär's mit dem meistgespielt der neuen Karten. War mal, ich sag mal, was anderes. Ein bisschen was anderes im Vergleich zu den vorherigen Folgen. Ich denke mal, das konnte man jetzt auch gut machen, weil die Karten jetzt halt schon etwas draußen sind und schon gespielt worden sind. Wollte ich euch halt einen kleinen Überblick über die neuen Karten geben. Ich hoffe, euch hat es gefallen und das Video ist jetzt nicht zu lang und zu viel Gelaber. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das Video ist.
Werde ich dann gleich sehen, wenn ich die Aufnahme beende und alles zusammenschneide. Ich wollte noch erwähnen, dass dann wahrscheinlich nächste Woche Montag das meistgespielt weitergeht. Ganz normal wie davor. Es müssten die Goldkarten von Scoia'tael dann dran sein, wenn ich mich nicht irre. Und wahrscheinlich dann nächste Woche Freitag nochmal die Top 5. Ich weiß nicht, ob ich hierzu noch eine Top 5 machen soll. Das könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Da habe ich mir jetzt noch nichts weiter zu ausgedacht. Aber schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.